Nein, wir haben jetzt in den vergangenen 4 Jahren einfach so viel erlebt und ja, ich bin schon ein bisschen wehmütig, wenn ich ein bisschen daran denke, aber es war eine geile Zeit, es hatte die Hochs, es hatte die Tiefs und ich glaube, man hört in meiner Stimme schon so ein bisschen, dass ich leicht nervös gerade bin. Talk of Honor hat mein Leben verändert. Das klingt so krass, aber es ist bei weitem nicht übertrieben. Mir hat's unglaublich viel Spaß gemacht. Es hat mein Leben verändert. Ihr Hörer habt mein Leben verändert. So blöd es auch klingen mag, so überspitzt das klingen mag, das ist tatsächlich der Fall gewesen. Von daher, ja, danke für die Zeit. Woher kommt diese blanke Wut, diese kranke Gewalt? Ist das aus einer kindlichen Situation zurückzuführen? Nee, das sind meine Arme. Also, Jonas, mach dich nicht lächerlich. Also, nein. John Cena wird besser dargestellt als Jesus im Neuen Testament. Gegen Langston, der ja den Langston hat und dann gewonnen. Finde ich gut. Jonas, deine Sprüche, die werden immer lahmer. Jedes Mal, wo du es immer mehr erzählst, desto uninteressanter wirst du. Da habe ich gesagt, Big E bügelt am längsten. Ja, den fand ich nicht schlecht. Im Live-Chat kam der eigentlich auch nicht gut an, weil die haben alle nicht meinen Humor. Ja, hast du mich gerade lachen gehört? Wie laut ich wegen dem Witz gelacht habe, Mensch. Ich höre hier auch mein Publikum applaudieren. Die liegen am Boden vor Lachen, Alter. Das ist ein Traum. Das ist ja ihr Stuhl, der hier brennt. Das möchte ich jetzt ungern kommentieren. Das klingt jetzt etwas merkwürdig. Look, Michael, it's a flying bunny. This is so funny. Da haben sie gedacht, wow, wir müssen Entertainment mit reinpacken. Wir müssen da Entertainment. Die Leute müssen unterhalten werden. Was machen wir? Hornswoggle, da stehst du, komm mal her. Ich hab da ein super Kostüm für dich. Und zwar von einem Alligator. Und, oh Gott. Oh Gott! Oh Gott! Ach, wissen Sie, Angelo, ich bin für alles offen. Also wenn es darum geht, Flecken wegzumachen. Ich kann gerade nicht! Ich nenne ihn jetzt übrigens El Burrito, El Burrito, El Burrito, El Burrito, El Burrito, El Burrito. Ich nenne ihn jetzt übrigens El Burrito. Ja, das. Oh. Sowas wahrscheinlich auf der WWE-App. Du hast irgendwo drauf gedrückt und hast immer Roman Reigns gewählt. Wahrscheinlich. Ja, aber du darfst nicht vergessen, du musst Roman Reigns stark aussehen lassen. Das werde ich jetzt auch in jedem Podcast sagen. Wir müssen Roman Reigns stark aussehen lassen. Warte, ich habe dir gerade nicht zugehört. Ich vote gerade für Roman Reigns auf der WWE-App. Ach so. Zum 20.000. Mal. Ja, genau. Wahrscheinlich saß Vince McMahon da. Yeah, Roman Reigns. I voted for Roman Reigns. Und das dann 20.000 Mal hintereinander oder so. Ja. Es ist so peinlich. Oh, ja. Oh, so gut. So gut. Geil. Ja. Travis Barker, mein absolutes Idol. Das hier ist, beziehungsweise das hier war die letzte Ausgabe von Talk of Honor. Ja, Mensch, meine lieben Leute, 4 Jahre waren das jetzt. War eine unglaublich lustige Zeit mit euch allen, das muss ich einfach mal so sagen und auch hier nochmal loswerden. Ach Mensch, meine lieben Leute, dann danke für so viele Jahre. Danke für alles, 370 Ausgaben. Ich wünsche euch alles Gute. Irgendwann hören wir uns bestimmt nochmal. Bis dann. Ciao. Tschüssing, 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 tschüssing.
hier ist er nun, mein neuer Kollege Manu Thiele. Start mal direkt durch, Extreme Rules steht nämlich vor der Tür. Seth Rollins verteidigt seinen WWE-Weltschwergewichts-Champion-Titel gegen Randy Orton. Ja, aber hast du schon irgendwas von der Klausel gehört? Nein, aber vielleicht erfahren wir das in dieser Woche. Ja, in Raw auf Tele 5. Am Donnerstag um 22.15 Uhr. Nicht verpassen!